Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palworld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's bei uns zu Hause nach unserer ersten kleinen Wüstentour. Mit dem nächsten Ausflug in die Wüste werden wir noch ein bisschen warten, denn wir haben gesehen, da fehlen uns noch ein paar Level. Die Gegner waren doch ein bisschen zu stark noch. Das heißt, wir warten noch ein bisschen. In den Kommentaren kam auch die Info rein, dass die Wüste eher, Endgame ist. Das heißt, da warten wir noch, bis wir wenigstens Level 42, 43 sind. Dann können wir da auch vernünftig auf die Jagd nach neuen Pals gehen. Und mit dem Vulkangebiet machen wir es genauso, weil das war zwar ein bisschen leichter, aber trotzdem noch ziemlich schwierig. Das heißt, da können wir auch nochmal warten, bis wir ein, zwei Level mehr haben. Das heißt, was das Aufdecken der Karte angeht, zurück zum ursprünglichen Plan. Erstmal ab durch die Mitte und gucken, was wir da überhaupt noch für Bosse entdecken können. Wir haben ja hier noch einige, die wir auch nicht geholt haben, aber einige, die wir zum Beispiel noch holen könnten. Elizabeth Level 31 sollten wir schaffen. Hier den Teletubby sollten wir schaffen. Level 38. Hier haben wir, glaube ich, noch einen mit Level 38. Der sah auch übrigens sehr, sehr cool aus, ne? Veilet. Mal gucken. Bevor wir überhaupt losgehen, weitere Pals fangen, müssen wir jetzt erstmal welche in den Entsafter stecken und gucken, wie das mit dem Aufwerten funktioniert. Haben wir noch gar nicht probiert. Wir schauen mal, dass wir ein bisschen mehr Platz in der Palbox halt wieder haben. Wir können jetzt nämlich nur noch maximal, glaube ich, 8 Pals passen jetzt gerade noch rein aktuell. Ja, das ist ein bisschen wenig. Dass wir mal schauen, was wir aufwerten. Wir haben auf jeden Fall eine Menge von den einfachen Standard-Pals. Da können wir mal ein bisschen was aufwerten. Hier haben wir einige Shinies, die können wir aufwerten. Wir haben auch ein paar von denen, die ich auf jeden Fall aufwerten möchte. Schon zum Beispiel hier unseren Wolf. Müssen wir gucken, wo ist unser blitzschneller Wolf. Den möchte ich auf jeden Fall aufwerten. Wo ist er? Ist er auf der ersten Seite gewesen? Geh nochmal einen zurück. Da. Den möchte ich auf jeden Fall einmal aufwerten. Dann hier unseren Shiny Hirsch auf jeden Fall aufwerten. Nightwing können wir ruhig auch mal einen aufwerten. Und so weiter halt. Auf jeden Fall mal gucken wegen unserem Vanworm hier. Der, da haben wir auch genug, um den einmal aufzuwerten. Und gezielt suchen würde ich dann auf jeden Fall als nächstes nach Ragnarok und Beacon. Wir können uns ja die Habitate auf der Karte anzeigen, dass wir dann auch wirklich gezielt losgehen und eben die Parts, die wir wirklich aufwerten wollen, davon so viele wie möglich finden mit guten Eigenschaften. Vielleicht noch ein paar zusammenzüchten dann und die dann aufwerten. Aber jetzt erstmal gucken, wie es überhaupt funktioniert. Wir haben das Ding noch nie gebaut. Da ist er. Material haben wir auf jeden Fall genug. Und den will ich eigentlich auch auf jeden Fall irgendwie gerne hinterm Haus haben. Na, guck mal hier. Machen wir den hier so vor die Wand erstmal. Du kannst mithelfen. Zack. Na, gucken wir mal, wie das überhaupt funktioniert. Wie viele Parts wir auch brauchen. Vielleicht haben wir auch gar nicht so viel, um wirklich groß was aufwerten zu können. Ich bin gespannt. So, alles klar. Vielen Dank. Da ist er, der Palentsafter. Palentsaftungsmenü. Okay, wir können aber direkt auf die Palbox zugreifen. Wähle einen Pal als Empfänger aus. Okay, also da kommt der rein, den wir aufwerten wollen, ne? Ach, okay, aber es sind nicht die in der Box, die gerade arbeiten in der Base. Die sind nicht mit drin. Warte mal, nehmen wir kurz mal alle Pals. Oh, die passen gar nicht mehr alle rein, ne? Weil ich will gerne unser Shiny Schaf dann wenigstens mal aufwerten. Außergewöhnlich Isolierung. Pass mal auf, du kommst mal kurz in die Box. Und davon haben wir nicht genug. Workaholic. Davon haben wir auf jeden Fall ein paar von den Igeln. Ja, machen wir erstmal so, dass auf jeden Fall, dass auf jeden Fall unser Shiny-Schaf mit drin ist. Und nach Möglichkeit irgendwie die natürlich entsaften, die schlechte Eigenschaften haben, ne? Die irgendwie hier so ein endlos mal. Also alles, was mit negativen Eigenschaften ist, ist schon mal am besten. So, jetzt ist unser Schaf wahrscheinlich ganz hinten reingerutscht. Ne? Ja, das ist es. Das ist, soll hier oben. Okay, der soll da oben rein. Ach, guck mal, jetzt sieht man auch, was er dann als nächstes kriegt, wenn er Level 2 ist. Aber hier oben ändert sich noch nichts, ne? An den Eigenschaften hier. So, okay, und jetzt müssen wir die. Jetzt können wir nur noch Schafe auswählen, ne? Andere gehen nicht mehr. Okay, der. Einer. Der hat gar keine Eigenschaften. Zwei. Guter Läufer können wir mal behalten. Hier, der noch. So. Okay, vier. Achso, hier steht ja auch 4 von 4. Entsaften. Entsaftete Parts werden verbraucht und können nicht mehr zurückgeholt werden. Wirklich entsaften? Ja, wirklich. Die Entsaftung war erfolgreich. Dein Pal wurde durch das Opfer seiner Artgenossen gestärkt. Okay, wir haben einen. Wo ist er jetzt? Hier. Level 2. Was, wenn wir ihn jetzt nochmal reintun?
Verbraucher 16. Oh Mann, oh Mann, okay. So, guck mal, hier haben wir auch richtig viele, ne? Stämmiger Wuchs ist schon mal gar nicht schlecht. Oberbergmann fleißig. Handwerksmeister und Herbizid, Motivation. Oh, hier haben wir einige mit guten Eigenschaften. Da könnte man was Schönes zusammenzüchten. Da werten wir erstmal nur einen auf, zum Beispiel den hier. Okay, der hat auch schlechte Eigenschaften dabei. Nehmen wir den mal raus. Den mal raus. Den raus. Stämmiger Wuchs behalten wir. Hier und den Gruft die noch. So, okay. Entsaften. Zack. Ich weiß nicht warum, Leute, aber ich muss echt irgendwie immer an. Bei, hier jetzt irgendwie. Schon als ich das erste Mal das gehört habe, Paul Entsafter, und das Ding gesehen habe, muss ich irgendwie an das alte 90er Jahre Gesellschaftsspiel Bravo kleine Traube denken. Das heißt, vielleicht gibt es das sogar immer noch. Das war so mit. Ja, mit Pledoknete, das war halt auch so ein Ding in den 90er Jahren, Pledoknete, da gab es mehrere Gesellschaftsspiele mit Pledoknete und man konnte sich auch so Pledo kaufen, vielleicht gibt es die auch immer noch Pledoknete. Und da hatte man halt so kleine Förmchen, da konnte man die Knete reinmachen, da konnte man sich seine eigenen kleinen Traubenspielfiguren machen. Und dann ging es halt darum, auf dem Spielfeld waren halt so verschiedene Apparaturen aufgebaut, so kleine Plastikapparaturen halt, und dann musste man mit seinen Trauben da rum und musste halt versuchen, die Trauben vom... Ich meine vom Mitspieler, vom Gegenspieler, halt die Trauben eben in diese Maschinen reinzukriegen und die dann da zu zerquetschen. Bravo kleine Traube hieß das. Und irgendwie muss ich daran denken, wenn ich hier mit dem Palensafter hantiere. An Bravo kleine Traube. So, wir werten noch unseren Hirsch hier mal auf. Hier, der kann mal weg. Der kann mal da rein. Unbelastbar kann da rein. Und hier so ein Grufti. Dann haben wir unseren Shiny Hirsch einmal aufgewertet. Ja. Aber die steigern nicht, wirklich nicht ihre... Nee, warte. Nicht der, nicht der. So rum. Das ist immer noch Level 2. Und das steigert auch nicht. Ne? Vielleicht mal noch weiter. Wir können also viermal aufwerten. Aber 16 Paar ist natürlich ganz schön viel, ne? Okay, machen wir weiter. Einen von denen wollte ich auch aufwerten. Warte, welchen? Den Workaholic ruhig einmal, ne? Machen wir. Zack. Okay. Da gehen wir mal ein bisschen durch, ne? Was haben wir noch? Unseren einen Wolf auf jeden Fall. Blitzschnell, der. Weil Wölfe haben wir echt viele. Hier, der hat auch gar keine Eigenschaften. So. Ja, einmal aufwerten. Wie viel haben wir davon jetzt noch? Zeigt er das irgendwo an? Nee, ne? Wo ist unser blitzschneller Wolf hin? Hier. 16 Stück. Nur mal gucken, aber ich glaube, wir haben keine 16 Stück. Ah, wir hätten 16, aber müssten wir unseren Direhole Wolf Boss mit weggeben. Das möchte ich nicht. Nee, das machen wir nicht. Da müssen wir erst noch ein paar fangen. Okay, können wir den... Ach so, Moment. So, alles klar. Dann nehmen wir den wieder raus. Warte mal, unseren Vanworm auf jeden Fall auch noch aufwerten. Hier, warte mal, einen von denen können wir doch auch aufwerten, ne? Nehmen wir mal den Oberbergmann hier. Yep. Aufwerten. Kriegen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz rein. So, was haben wir hier? Wild ist doch ganz gut, ne? Dann nehmen wir den raus. Den Faulpelz raus. Wasserratte. So. Alles klar. Ah, das ist aber mit 16 Pals ist echt schon, das ist echt schon teuer. So, jetzt machen wir nur unseren Vanworm und dann reicht es erstmal. Dann haben wir auf jeden Fall wieder genug Platz. So, der soll aufgewertet werden. Haben wir ein paar mit negativen Eigenschaften? Nee, nicht wirklich, ne? Der hat gar nichts. Hier so. Alles klar. Sehr cool. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unseren einen Flieger aufgewertet und unseren einen Wolf. Ah, was haben wir noch von den Relaxaurus? Die haben alle keine guten Eigenschaften. Beacon haben wir nicht genug. Die Nossum könnten wir noch welche aufwerten hier. Wild ist zum Beispiel ganz okay. Nehmen wir mal ein Wildes.
Pyromane, Wasserratte. Der hier. Da haben wir nochmal einen Wilden. So. Zack. Oh, Chillitz haben wir auch so viele, ne? Pirins haben wir, glaube ich, keinen mit guten Eigenschaften, ne? Naja, Handwerksmeister. Ich glaube, wir haben keinen, der einen Geschwindigkeitsbonus hat. Ne, haben wir keinen. Hm. Aber wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz geschaffen. Wir können erstmal wieder ein paar Pals fangen. Ja, gucken wir erstmal nach. Dann können wir vor allem, das heißt, wir können erstmal wieder ein paar Eier ausbrüten jetzt. Wahrscheinlich ist die Box dann gleich wieder voll, wenn wir einmal hier alle Eier ausgebrütet haben. So, sortieren wir mal durch. Naja, so viel ist auch nicht wirklich. Wenn wir jetzt die Eier aufmachen, ist die Seite wahrscheinlich schon wieder voll hier. Achso, und unser Dings kann wieder arbeiten hier. Komm mal raus. Du kannst wieder weiter. Raus mit dir. Du kannst wieder weiter fleißig Wolle produzieren. Okay. Okay, gezielt suchen. Wie gesagt, Beacon und Ragnarok würde ich gern gezielt suchen. Dass wir die erstmal ins Auge fassen, um die auf jeden Fall aufzuwerten. Dass wir da welche kriegen mit guten Eigenschaften. Wie gesagt, und vielleicht noch ein paar dazu züchten dann. Dass wir da welche haben, die am besten gleich 2, 3 goldene Eigenschaften bekommen. Auf geht's. So, das heißt, wir gehen wieder los jetzt. Wir haben jetzt wieder Platz. Wir können wieder ein bisschen was fangen. Lass uns gleich mal gucken, wo... Na gut, das ist natürlich auch ein Naturschutzgebiet. Da würde ich auch gerne wirklich vorbeischauen. In dem ersten zumindest mal. Da soll es ja, wie gesagt, ganz, ganz besondere Pals irgendwie geben, die es nirgendwo anders auf der Karte gibt, die es nur da gibt. Aber jetzt können wir erstmal ganz kurz gucken, wo wir denn... Können wir uns das hier anzeigen lassen? Nee, da müssen wir ein paar hier rein, ne? Da können wir gucken, wo die auf der Karte vorkommen. Da, Beacon zum Beispiel. Wo gibt's dich? Okay, Beacon gibt's in der Wüste. Er ist erstmal raus. Und den gibt es im Vulkan. Genau die beiden Gebiete, wo wir dich hinwollen, gibt es die beiden Parts, die ich gerne ins Auge gefasst habe. Na super, Vulkangebiet und Wüste. Okay, dann sind die erstmal raus. Wo gibt's denn so ein Wild? Den gibt's gar nicht wild. Okay. Okay. Der ist auch so cool. Da können wir Sattel aber erst mit Level 41 oder 42 bauen. Hm. Das ist ja jetzt ärgerlich, dass genau die beiden, die ich gerne sammeln würde, in den beiden Gebieten sind, wo wir noch ein paar Level machen sollten, bevor wir da rein können. So, was haben wir denn für Bosse hier? Elizabeth, Valet und den Teletubby, ne? Hier unten haben wir noch einen ganz low-leveligen Boss. Aber den können wir erstmal sein lassen. Und hier haben wir noch das Marmorest mit Level 38, ne? Ne, Leute, wir machen es anders. Wir fliegen jetzt mal hier hin, in dieses Naturschutzgebiet. Und gucken, was es da zu entdecken gibt. Hier würde ich sagen, sind wir am nächsten dran. Und dann fliegen wir das kleine Stück mal darüber. Vielleicht haben wir Glück und finden irgendwas ganz Besonderes da. Die Chance ist zumindest da. Es sollen wohl immer, wie gesagt, unterschiedliche irgendwie sein. Und da kann man Glück oder Pech haben. Wir schauen mal. Vielleicht haben wir ja Glück. So, komm mal her. Der Beacon ist, glaube ich, unser schnellster Flieger, ne? Und wir müssen einfach nur... Ja, darüber. Los geht's. Sphären habe ich noch ein paar gebaut. Munition ist auch aufgefüllt. Ein bisschen zumindest, jedenfalls die Pistole. Gewehr haben wir auch noch genug, über 100 Schuss. Repariert dürfte auch alles sein. Und wir haben 60 gelbe und 50 rote Sphären dabei. Irgendwie sieht das aber nicht so wirklich nach Naturschutzgebiet aus, ne? Sieht eher aus wie so eine Technologieruine. Das sind doch diese Tech-Strukturen hier. Oh, kann man hier drüben vielleicht auch Eier finden? Besondere Eier im Naturschutzgebiet? Ah, das sieht wirklich eher hier nach Ruine aus, aber nicht nach Naturschutzgebiet. Sicher, dass das hier eins von diesen Gebieten sein soll? Ist das eins von denen? Sieht überhaupt nicht danach aus. Hier sieht ja mal gar nichts nach Natur aus. Ah, trotzdem cool, die Textstrukturen. Heute wieder Verlust der Muttersprache. Doch, Naturschutzgebiet. Okay. Na gut, da drüben stehen zumindest mal ein paar
Verbrechen wird begangen? Wie? Okay, wir dürfen hier gar nicht rein, oder wie? Da rennt auf jeden Fall schon mal ein Panking. Also ein Boss rennt hier einfach so rum. Bosspal. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Greift ihr uns das an, oder was passiert jetzt hier? Boah, was ist das, Leute? Ich dachte gerade, das ist ein Baum. Das ist kein Baum, das ist ein Pal hier vorne. Aiktidir Terra. Boah, ist der schön. Und da wachsen diese... Da ist noch einer. Hier, warte mal, hier wachsen diese seltenen Blumen. Ja. Wie gut, hübsche Blume. Wo ist der Dings hin? Der ist abgehauen. Boah, ist der schön, Leute. Hoffentlich holzen wir die jetzt nicht gleich um mit dem Gewehr. Ach, warte mal, doch, nehmen wir das Gewehr. Uiuiuiui. Das war mal gar nichts. Nee, der hält was aus, alles klar. Okay, aber auch nicht zu viel. Nehmen lieber nochmal die Armbrust raus. Das sieht besser aus. Ganz vorsichtig weiter runterschießen. Da testen wir erstmal einen gelben Ball. Au, ai, der schmeißt Steine. Okay, sieht aber gut aus. Wie cool, Leute. Das gleich, da nehmen wir jetzt auf jeden Fall sofort ein paar mit. Ganz klar. Okay, Faulpelz, der ist schon mal was für den Entsafter. Ist auf jeden Fall auch ein Blitz. Ja, Blitz und Erde hat er. Ähnlich wie unser Beacon hier. Au. Okay, nimmt aber noch ganz schön Schaden. Der war wieder gut. Passt. Na guck mal, 60, wenn ich ihn draufwerfen würde, 60% Fangchance. Haben wir. Ist der schön. Nein, bleib da drin. Hau jetzt ja nicht ab. Ich sag auch, wenn er weglaufen wollte, lad mal nach. Den haben wir. Flink. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Schon mal einer mit dem ersten Geschwindigkeitsbonus. Und dich holen wir auch, mein Freund. Du kommst auch sowas von mit. Lad nach. Ich glaube, der Panking mischt sich auch ein. Der hat gerade so gegrunzt. Gequietscht, was auch immer. Sein Panking-Geräusch gemacht. Alles klar, Hammer. Komm, ran. 70% Fangchance. Fast vorbeigeworfen. Lad nach. Ja, der macht auch was, der Panking. Wie gut. Wie gut. Und hier sollen zufällig, also es soll zufällig sein. Das heißt, dass wenn wir das nochmal wieder herkommen, kann sein, dass hier andere sind als ein Panking oder ein Aiktidir Terra. Habe ich richtig verstanden. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr das so gemeint habt. Dass hier also die Pals wechseln. Okay, es gibt noch zwei weitere von diesen Gebieten, ne? Wir müssen auf jeden Fall die Blumen mitnehmen. Ich mache mir nur Sorgen, wegen diesem Verbrechen wird begangen. Was passiert, wenn wir jetzt hier wieder raus... Da ist Dings, Leute! Da! Das ist der Boss aus dem Turm. Und da ist eine kleine Art... Hier... Hatsuro-Rope. Ertappt. Unbefugtes Eindringen. Oh nein. Jetzt ist was passiert. Ich wollte sagen, passiert überhaupt was wegen unserem Verbrechen? Wir sind ertappt. Wanted. Unbefugtes Betreten. Oh nein. Wir haben Fahndungslevel, Leute. Was machen wir jetzt? Wir müssen unseren Vogel umlackieren. Schnell. Oh mal die Truhe. Die kommen hinter uns her, ne, der Gardist. Okay, wir sind raus. Wir sind raus. Wir sind raus. Wir sind erstmal raus. Aber da müssen wir uns gleich diesen Grisbolt holen. Das ist der Bosspal aus dem Turm. Deswegen gibt es ihn nirgendwo auf der Karte. Das ist ein Naturschutzperl. Der ist da im Gebiet. Wie kriegen wir das jetzt weg, dass wir da reingeflogen sind, Leute? Wie weit kommen die hinterher? Ich glaube, die sind abgesoffen. Nee, die sind da im Wasser, Milizgardist. Okay, wie werden wir das los? Wie werden wir die Fahndungsstufe los? Einfach abhauen? Und nee, die spawnen ja hinter uns rein hier. Kein Wunder, dass die überall sind. Ich möchte wetten, gegen die kämpfen macht es nicht besser, was die. Wie es die regnet, ist ja super. Das heißt. Keine Ahnung. Oder müssen wir die loswerden, damit wir dann. Level 38. Ist ja super. Okay, das heißt, wir können die nicht abschütteln, wenn die immer wieder hinter uns spawnen, wie man jetzt gerade sieht, ne?
Dann wird man die so nicht los. Anscheinend. Mist. Wir schleppen sie mit aufs Festland. Da sind sie. Okay. Aber Level 38, das wird schon. Wir sind ja selber Level 38. Das wird ein harter Kampf wahrscheinlich gegen die. Ja, keine Ahnung, aber wenn wir die jetzt über den Haufen. Dann haben wir doch mit Sicherheit noch eine Fahndungsstufe. Wird doch nicht dann besser werden, wenn wir die jetzt über den Haufen schießen, oder? Wir probieren es jetzt, weil die kommen, werden wir anders nicht los anscheinend. Oder nicht nur anscheinend, ziemlich offensichtlich kommen die hinterher. Also. Weg mit denen. Oh, wir müssen auf jeden Fall den Grisbolt holen, Leute. Die einen haben wir. Ne, wechseln wir mal aufs Gewehr hier. Wenn der sich so schön abschießen lässt. Wie der andere da rumzappelt. Den wir schon erwischt haben. Wie er sich dreht. Oh Mann. Okay, ja, wir haben immer noch die Wanted-Stufe, ne? Jetzt werden wir nicht mehr gejagt. Aber, ah, okay, okay. Hallo, bist du zufällig ein Jumbo-Ei? Nee, schade eigentlich. Aber wir nehmen dich trotzdem mit. Jetzt haben wir zu Hause die ganzen Dings nicht ausgepackt. Aber egal, ist auch gut so, sonst wäre die Box gleich wieder voll. Jetzt gehen wir lieber erstmal gucken, dass wir ein paar neue Viecher hier kriegen. Die Hirsche sind schon mal super schön. Super schön. Und jetzt so ein Grisbolt. Gut. Trotzdem sieht es nicht wirklich nach einem Naturschutzgebiet aus. Bin mal gespannt, wie die anderen dann aussehen. Zwei weitere soll es ja noch geben irgendwie. Und so eine kleine Azur-Robbe würde ich auch gern holen. Oder Azur-Rope heißt es ja eigentlich, ne? Aber egal, es ist die Azur-Robbe bei uns. Die würde ich gern holen. Genau wie die kleinen Chillits, die wir uns geholt haben. Im Eisgebiet. Und auf jeden Fall so ein Grisbolt. Hoffentlich laufen davon auch gleich mehr rum. Dann holen wir auf jeden Fall gleich mehr von denen. Natürlich jetzt hier am Rand immer die Wächter rumlaufen, wo der rumrennt, ne? Gucken wir. Wir schleichen uns mal vorsichtig ran hier. Ich habe die auch gar nicht gesehen. Ich habe nur den Grisbolt gesehen. Da unten steht schon einer im Wasser. Guck mal. Eine von den Wachen steht genau hier unten im Wasser. Scheint es aber nicht gesehen zu haben. Hier, nimm die Blumen auf jeden Fall auch mit. Da ist die kleine Robbe. Die holen wir uns. Ja, müsste reichen. Vielleicht noch einen kleinen mit der Armbrust irgendwie hier an der Seite. Nee, das war noch nicht auf dem Kopf. Das war, ich habe doch nicht auf den Kopf geschossen, das war eindeutig der Körper, den wir getroffen haben. Da sind sie. Mist. Da ist der Panking, wir müssen hier vorbeischleichen. Oh, der Grisbolt ist weg. Mist, der ist nicht mehr hier. Der war genau hier, jetzt ist da noch eine Robbe. Dann holen wir uns die jetzt. Die holen wir uns jetzt auch. Einmal. Zweimal. Jetzt ganz vorsichtig mit der Armbrust hier an der Seite. Okay, passt. Fang ein. Ausweichen. Wir müssen auf jeden Fall den Grisbolt auch wiederfinden. Komm schon. Ja, haben wir. Lad nach. Oh, super Tour durchs Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet Industrieruine. Schauen Sie mal rein. Tote Bäume, blanker Stein. Schauen Sie rein. So. Da liegt nichts rum und da läuft auch keiner. Wir müssen wieder mehr in die Mitte rein. Oh, keine Ausdauer mehr. Kannst hier auf der Schräge landen? Nee, wir schmieren gleich ab. Ah, hier geht's. Ah, oh, Mist, der Grisbolt. Ich will den Grisbolt jetzt. Gleich mal gucken, welches Level wir brauchen, um die Sättel für die Hirsche zu bauen. Azur, oh, vielleicht benutzen die ja sogar dieselben. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Und für die Robbe haben wir ja schon Sattel. Ne, hier auf dem Stück wird keiner rumlaufen, Leute. Das ist zu zerklüftet hier. Hier werden wir keine Pals finden. Gibt's nur diesen einen? Nee. Ah, hier gibt's noch mehr Strandabschnitte.
hier oben drüber. Zumindest da ist nochmal eine... Hier sind noch einige. Von den Robben. Ist das hier eigentlich Kohle, Leute? Das ist Kohle, ne? Komm, nimm mit. Steinkohle, ja. Nehmen wir mit. Da war gleich noch ein Eins. Nehmen wir auch mit. So. Das. Eier scheint sie aber gar nicht zu geben, ne? Im Naturschutzgebiet. Aber dafür gibt es ja die super besonderen Pals. Ich hoffe, wir finden jetzt nochmal einen Grisbold wieder. Komm hierher, Beacon. Was machst du denn da hinten? Achso, da hinten ist noch ein Stück Kohle, wolltest du mir zeigen. Alles klar, das habe ich nicht gesehen. Super Sache. Schön, dass du aufgepasst hast, Beacon. Ich habe es nicht gesehen. So, nehmen wir natürlich auch noch mit. Sollten wir noch tragen können. Ah, das wird knapp. Ist zu viel des Guten. Was können wir rausschmeißen? Die Baupläne, die wiegen aber auch nichts, ne? Die haben kein Gewicht. Hier ist Fleisch. Verfüttern wir das mal hier. Was haben wir hier? Unser Fleißamulett. Nochmal Thermounterwäsche. Gut, die können wir verkaufen und die wiegt auch nicht wirklich was, ne? Stoff, die Kohle ist es halt. Ja, weg damit. Okay, weiter geht's. Da sind die beiden. Die wir natürlich auch versuchen mitzunehmen jetzt noch. Ne, das ist die Ecke, wo wir eben waren, ne? Gibt nur diesen einen... Ja, gibt nur diesen einen Abschnitt hier, wo welche rum... Wächter! Wo welche rumlaufen können. Jetzt ist kein Grisbold mehr da. Oh, da ist aber nochmal so ein Hirsch jetzt. Den holen wir natürlich auch. Und da drüben ist die Miliz. Ich glaube, an den kommen wir nicht ran. Aber vielleicht an den hier. Ohne dass wer das merkt. Nee, hat nichts gemerkt. Alles klar. Den haben wir fast gleich jetzt schon erwischt. Zack, drauf. Das war nix. Jetzt haben wir ihn. Komm schon. Ja, haben wir auch. Ah, wie cool. Da ist noch einer von den Hirschen hier oben. Der ist so Level 19. Jetzt soll den gleich über den Haufen. Nee, okay. Das war aber auch kein kritischer Treffer. Wechseln lieber auf die Pistole. Okay, reicht. Drauf! Super, dass wir alle mit den goldenen Bällen bekommen hier. Das ist super, dass wir die roten nicht brauchen. Alle mit den goldenen Bällen. Zack. Den haben wir auch noch. Und hier unten war noch einer in der Ecke gerade. Hä, wo ist der jetzt schon wieder hin? Wie schnell die spawnen die denn? Da ist wieder der Panking. Die spawnen irgendwie gar nicht. Die sind die ganze Zeit da. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Sind schon wieder überbeladen. Wegen was? Wegen dem Hirsch? Nee, es wiegt doch nicht zum Pals fangen. Haben wir irgendwas eingesammelt, was ich nicht gemerkt habe? Boah, kommt er nochmal raus. Ist auf jeden Fall leicht, ganz, ganz leicht überladen. Wir essen einfach gleich nochmal einen Happen, dann verlieren wir noch ein bisschen Gewicht. Das Essen wiegt ja was. Ist ja nochmal rausgekommen jetzt, ja. Au! Ja, der ist nochmal rausgekommen. Bleibt da jetzt drin. Kann ja wohl nicht wahr sein. Sehr schön, haben wir. Hat der... Wie, sag mal, wiegen die doch was auf einmal, wenn wir hier Pals fangen? Nee, das kann doch nicht sein. Die gehen doch vor allem in die Palbox rein. Das ist doch Blödsinn. 113,9. Hier, und dann futter noch ein paar Berries einfach mal so. Auch auf vollen Magen. Das geht immer. Die schmecken lecker. Zack. Ach so, wir kriegen ja jedes Mal, wenn wir so einen Hirsch fangen, die Sachen von dem Hirsch. Wir kriegen jedes Mal einen Hirschhorn dazu. Ah, na klar. Ja. Ja. Mist. Ich will jetzt aber auch nichts rausschmeißen hier, ne?
Und dabei haben wir nicht mal die anderen Rüstungen dabei. Und trotzdem sind wir jetzt schon so überladen mit so ein bisschen. Kann doch gar nicht sein. Was wiegen denn diese Blumen? 3,2 Kilo. Gut, wir haben natürlich die Steinkohle dabei, ne? Ja, dann schmeiß nochmal hier ein bisschen was weg. Beziehungsweise entsorgen. Ich will nicht, dass die Sachen hier rumfliegen. Ich hole es sowieso dann nicht wieder ab. Das liegt dann hier die ganze Zeit rum. Von daher kann es auch gleich weg. Vor allem die Kohle spawnt ja nach. So, nehmen wir jetzt noch ein paar Blumen mit. Die sollten nicht zu viel wiegen. Oh, guck mal, den gibt. Petalia gibt es hier auch in klein. Boah, wie gut. Ist sowas von auch mitgenommen? Oh, eieieiei. Da war es schon wieder zu viel des Guten. Das ist ja wirklich Zufall, was hier rumläuft, ne? Das ist super. Das ist super. Jetzt noch so ein Grisball, bitte. Spiel. Spawn doch nochmal einen rein. Vielleicht sollten wir die Dings hier wegschießen. Die will ich auch nicht unbedingt fangen. Die kleinen Pankings. Uah, das war nix. Vielleicht können dann für die andere rein spawnen. Vielleicht ein Grisbolt. Aber kommen ja auch durch die Sachen. Die geben hier Palsaft, geben die und an die Eisdrüse gaben die. Auch super. Dann holen wir uns noch die Eisdrüsen von denen. Da ist noch ein Hirsch. Nein, ich dachte, einen in die Brust, das reicht mit dem Gewehr, dass es ihn nicht umhaut. Mist. Ah, Mist. Da ist auch noch ein Panking. Dann nehmen wir ruhig die Arm- oder Pistole für den. Das soll nicht die ganze Gewehrmunition verbrauchen. Nehmen wir ein bisschen die Pistole. Wahrscheinlich sind wir gleich wieder überladen. Ja, noch geht's. Ein bisschen was können wir noch tragen. So, lass nochmal hier oben gucken. Was hier jetzt eventuell reingespawnt ist. Da ist noch wieder eine Robbe. Panking. Grisbold, Spiel Grisbold suchen wir. Noch ein Panking. Wächter hier oben ist weg. Ja, der ist nicht mehr da. Ja, ist gut. Wir wollen hier nur die Blume. Von dir wollen wir jetzt gerade gar nichts. Schade, schade. Wir hätten den ersten gleich riskieren. Egal, wir hätten den einfach riskieren sollen. Trotz, dass wir dann entdeckt worden waren gerade. Wir hätten ihn einfach riskieren sollen. So, der Panking ist schon wieder da. Und auch noch ein Hirsch wieder. Und ein Wächter. Autsch. Komm. Oh, ich dachte gerade, unser Beacon stirbt. Nee, haben wir. Komm schon, haben wir. Super. Okay. Respawn! Was? Der Panking greift. Was ist jetzt los? Der Panking greift an. Robbe, Robbe, Panking. Okay, der Grisbolt scheint der seltenste hier zu sein. Und Petalia, weil die anderen sind jetzt richtig oft hier, ne? Die Robbe und der Panking, die gibt es hier anscheinend richtig oft. Den Hirsch auch. Kleine Petalia bis jetzt eine und Grisbolt einmal. Ja, aber hier brauchen wir nicht gucken. Die sind alle hier in dem kleinen Abschnitt. Schade. Boah, Wachen. Einmal gucken wir jetzt hier noch einen Bogen. Wenn nicht, fliegen wir erstmal zurück nach Hause. Ah, nein! Ah, sie haben uns wieder gesehen. Mist, weg hier. Weg hier, obwohl müssen die ja wegmachen, haben wir ja gesehen, ne? Aber hier sind es gleich drei Stück. Nein, mach doch nicht sowas. Du sollst nachladen. Okay. Hier haben wir mal ein niedriges Level, die beiden diesmal hier. Oh, das war nix. Wir sind einfach durchs Wasser gerannt, komm. Okay, da sind aber jetzt wieder die beiden mit Level 38. Die anderen beiden sind abgehauen irgendwie. Hammer.
Tauchst du wohl. Taucht einfach ab. Wie, du kannst unter Wasser schießen, aber ich kann dich nicht treffen? Sauberei. Haben wir? Nee, ein Brauer noch. Schmeißen die eigentlich was weg? Nee, ne? Wahrscheinlich geht's unter, was die fallen lassen. Würden wir wahrscheinlich Gewehrmunition von denen bekommen. Okay, zurück nach Hause. Wo ist denn der nächste Teleporter hier in der Nähe? Der ist eigentlich der. Ja, eigentlich ist egal. Von der Entfernung ist jetzt der nächste, würde ich sagen. Fliegen wir hier weiter. Okay, zurück nach Hause. Erstmal gucken, wie viel Platz wir jetzt wieder nur noch haben. Oh, da sind immer noch welche hinter uns her. Okay. Geht's dann doch über Zeit von alleine weg? Und so lange werden wir eben gejagt. Egal, ob wir die besiegen oder nicht. Nicht, dass wir nach Hause gehen. Wir haben die gleich in der Basis stehen. So, keine Ausdauer mehr. Wir fliegen jetzt einfach mal weiter, ohne die zu bekämpfen. Mal gucken, ob die auch von alleine verschwinden. Kommen auf jeden Fall noch angeflitzt. Jetzt dreht er ab. Okay, sie haben umgedreht. An die Tombots haben wir genug. Wir haben jetzt einen vierten. Das reicht uns für unsere Erzmine. Wo ist denn jetzt der Dings? Achso, da drüben müssen wir rüber. Au, 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 alles gut. Ganz ruhig. Ich glaube, wir haben es überstanden, Leute. Da oben ist noch eine Liftmark-Statue. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Müssen wir nur noch einen Moment warten, bis das Wanted weg ist. Vorher gehe ich nicht nach Hause. Nicht, dass wir die doch mit in die Basis nehmen. Außer da ist doch noch wieder einer. Saufie. Wir treffen gar nicht mehr richtig. Irgendwie, der ist ja schon gut in Deckung. Zack. Okay. Oh, da ist ein Ei. Sturmgewehrmunition. Ist aber nur normales, ne? Ja, egal. Nehmen wir natürlich trotzdem wieder mit. Liftmark-Statue nehmen wir mit. Aber wir sind überladen. Wegen dem Ei jetzt. Mist. Schießt immer noch einer auf uns. Da unten ist der nächste. Mist, warum sind die jetzt so hartnäckig? Vielleicht springen wir doch kurz nach Hause, wenn wir den haben. Und legen uns mal schlafen. Vielleicht ist es dann weg. Wenn nicht, haben wir zu Hause genug Pals, die uns dann helfen. Gegen die zwei. Okay, den haben wir. Jetzt rüber zur Schnellreise. Ist das gut aber auch, ne? Ich find's. Nein, da ist wieder einer. Mist. Wir werden sie nicht los, Leute. Warum werden wir die nicht mehr los jetzt? So ein Mist. Die werden mit Sicherheit auch zu Hause in unserer Basis. Da ist noch ein Ei, aber wir können nichts mehr tragen, ne? Die werden mit Sicherheit zu Hause in unserer Basis rauskommen. Wenn wir jetzt nach Hause porten. Gibt's gar nicht. Der nimmt kaum Schaden jetzt hier. Gar nichts mehr. Hat man nicht eben ein paar hundert Schaden mit der Pistole? Ah, da. Sieht schon besser aus. Mist. Mist. Okay. Komm. Rüber. Nimm das mit. Ran. Ab nach Hause, Risiko. Ah, sie sind hier. Sie sind vor der Tür. Und draußen an der Mauer. Er schießt sogar auf die Mauer. So ein Mist. Das heißt, sich jetzt hinzulegen bringt auch nichts. Ne? Wir werden das nicht mehr los. Ich kann nicht mal schlafen jetzt. So ein Mist. Wir werden die Fahndungsstufe nicht los, Leute. Was machen wir?
müssen auf jeden Fall hier raus. Die müssen, dann beruhigen sich die Pals auch wieder und die sind dann verschwunden hier. Wenn wir hier nicht in der Nähe sind, kann hier auch nichts sein. Springen hoch. Sobald wir aus der Renderdistanz raus sind. Jetzt haben wir die Viecher dafür dann hier direkt neben uns. Natürlich. Und noch eine Catrice, die uns auch noch einen auf die Nase haut. Beacon! Beacon! Nein, du sollst nicht kämpfen! Das will das Vieh wieder nicht, dass ich aufsteige. Doch, mal endlich. Ja! Da noch überladen unterwegs. Hätte ich was rausschmeißen können zu Hause. Leute, wir werden diese Fahndungsstufe nicht... Oh, Spiel, jetzt stürzt nicht ab. Ich glaube, Spiel ist ab... Nee, doch nicht. Ich wollte sagen, ich glaube, Spiel ist abgestürzt. Nee, zum Glück nicht. Keine Ahnung, wie wir diese Fahndungsstufe jetzt loswerden sollen. Da ist der Nächste. Ich weiß es nicht, Leute. Wir können jetzt aber auch nicht ewig hier wegfliegen. Wir sind schon bei 40 Minuten Folgenlänge jetzt. Ich muss irgendwann zum Ende der Folge kommen. Ich muss jetzt einfach irgendwo ausloggen. Und dann mal gucken, ob es beim nächsten Mal, wenn ich einlogge, ob die dann immer noch hinter uns her sind. Oder ob wir die irgendwie dann... Keine Ahnung, wir werden die einfach nicht mehr los, ne? Beim ersten Mal ging es wegfliegen. Haben wir die beiden über den Haufen geschossen, sind weggeflogen. Und dann war die Fahndungsstufe erledigt. Keine Ahnung. Wir sind der Most Wanted auf der ganzen Pal-Insel anscheinend gerade. Für unbefugtes Betreten jagt uns das Killerkommando. Okay, ihr Lieben, war eine super Folge trotzdem, auch wenn wir immer noch gejagt werden. Naturschutzgebiet ist super. Wir werden gucken. Erstmal gehen wir, wie gesagt, ab durch die Mitte, was die Kartenaufdeckung geht. Dann gucken wir uns die Seiten an und dann vielleicht noch die Naturschutzgebiete. Mal gucken. Also, oder vielleicht vorher die Naturschutzgebiete so rum und dann die Seiten. Mal sehen. Jetzt erstmal weg hier. Ihr Lieben, ich muss ausloggen gleich und dann gucken wir. Hoffen wir, dass wir dann beim nächsten einloggen, dass das erledigt ist. Vielleicht ist es gerade ein Bug irgendwie, dass die uns jetzt unendlich lange jagen. Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.